Mein Name ist Stefan Kühn, ich bin der verkehrspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, bin sächsischer Abgeordneter und habe hier an den Koalitionsverhandlungen mit teilgenommen, habe den Verkehrsbereich verhandelt und ich finde, wir haben ein sehr gutes Ergebnis erreicht, denn unser Ziel ist es, ein deutlich besseres Angebot im öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. Wir wollen, dass 2030 doppelt so viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Dafür wollen wir den Sachsentakt ausbauen, das heißt ein Angebot, was alle Verkehrsmittel gut verknüpft, Bus und Bahn, dass die Anschlüsse passen. Wir wollen ein landesweites Ticket, also ein Tarif. Wir wollen ein Bildungsticket für junge Menschen und wir wollen Mindeststandards haben für Nahverkehr in der Fläche. Das heißt, unser Ziel ist, dass stündlich auf der Schiene ein Zug fährt und bei den landesbedeutsamen Buslinien im Plusbusnetz ebenfalls stündlich ein Angebot da ist. Nicht nur unter der Woche, nicht nur früh, nicht nur abends, sondern eben auch an Wochenenden, in den Ferien, dass es also wirklich ein Angebot gibt, was qualitativ wirksam ist und attraktiv ist zum Umsteigen. Wir wollen das Thema Radverkehr ganz anders anpacken. Unser Ziel ist 2025, dass doppelt so viele Menschen Radverkehr in Sachsen fahren. Dafür wollen wir mehr Personal bereitstellen und mehr Geld, damit Radwege schneller geplant und gebaut werden können. Radwege, Radschnellwege und insbesondere auch die kommunale Infrastruktur wollen wir unterstützen. Beim Thema Straßen gilt für uns ganz klar Erhalt vor Neubau. Wir werden die vielen Straßenbauprojekte, die geplant sind, bei den Staatsstraßen nochmal überprüfen und neu priorisieren hinsichtlich Kosten-Nutzen-Verhältnis, hinsichtlich Klima- und Umweltwirkung. Und es ist auch klar, dass wenn Geld in die Hand genommen wird, zum Beispiel auch beim kommunalen Straßenbau, dass eben immer Radwege und Fußwege mit geplant werden müssen. Auch die Elektromobilität ist uns wichtig. Wir wollen die Sächsische Energieagentur ausbauen. Sie soll künftig Kommunen unterstützen bei der Entwicklung von klimafreundlichen Mobilitätskonzepten mit Elektromobilität. Wir wollen, dass der landesweite Fuhrpark auf Elektromobilität umgestellt wird, die Beschaffungsregelungen geändert werden und wir wollen gewerbliche Ladeinfrastruktur fördern, dass also Handwerker und andere Dienstleistungen auch auf das Thema Elektromobilität umsteigen. Summa summarum ist es ein Koalitionsvertrag, der die Verkehrswende einleitet und dem man guten Gewissens zustimmen kann.